Mopshündin Wilma ist nicht nur ganz besonders süß, sie ist auch sonst ein ganz besonderer Hund. Wilma ist ein Zeugenbefragungsbegleit-Mops-Mischling oder besser offiziell Vernehmungsbegleithund. Wilma begleitet ihre Besitzerin Birte Christiansen bei besonders sensiblen Verhören, etwa dann, wenn Opfer eines Gewaltverbrechens befragt werden. Also zum einen erleichtert sie mir den Einstieg in die Vernehmung, weil die Vernehmung beginnt nicht erst, wenn das Tonband angeht oder die Kamera, sondern das beginnt schon viel früher. Also das Zwischenmenschliche muss passen und da können die Zeugen dann ein bisschen mit ihr spielen, sie streicheln. Und in der eigentlichen Vernehmung spielt sie dann aber keine aktive Rolle, sondern da ist sie nur mit anwesend. Besonders Kinder, die Opfer eines Sexualdelikts wurden, sind oft traumatisiert. Es fällt ihnen schwer, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. In solchen Fällen bringt die 32-jährige Kriminalhauptkommissarin ihre Geheimwaffe Wilma ins Spiel. Denn der Mops-Mischling bricht das Eis. Birte Christiansen arbeitet im Sachgebiet 1. Es geht um schwere Fälle wie Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Ihr Hauptaufgabenfeld sind Ermittlungen nach Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch. In solchen Fällen sei die Befragung von Opfern oder Zeugen sehr schwierig. Die 5-jährige Wilma erleichtert dann die Kontaktaufnahme. Besonders bei Kindern ist eine Befragung schwierig. Wilma liegt dann unbeteiligt auf ihrem Kissen und darf auch nicht gestreichelt werden. Das ist nur vorher oder nachher erlaubt. Doch Wunderwaffe Wilma wirkt auch so. Bis jetzt hat Christiansen nur positive Erfahrungen mit Wilma gesammelt. Und auch ihre Kollegen im Dezernat 1 benutzen Wilma immer wieder einmal. Also wir haben jetzt ungefähr 20 videodokumentierte Vernehmungen mit ihr gemacht. Teilweise Kinder, teilweise Erwachsene. Und meiner Erfahrung nach hat das alles sehr gut funktioniert und auch eine deutliche Steigerung zu vorher gezeigt. Wilma darf zunächst für ein Jahr bei der Kripo in Heide arbeiten. Dann wird das Pilotprojekt Vernehmungshund ausgewertet. Denn Wilma ist kein Polizeihund, dann müsste sie auch Schutzhund sein. Und Wilma kann zwar emotional gut stützen, aber ganz sicher nicht schützen.